Ich habe es ja auch beim ORF schon mal gesagt. Bis jetzt hat der ÖFB immer die richtigen Entscheidungen getroffen. Ja, Sie haben bei Marcel Koller die richtige Entscheidung getroffen, weil er hat sich für die EM qualifiziert das erste Mal. Und Sie haben sich auch bei Franco Foda richtig entschieden, weil er war auch bei der EM und das erste Mal im Achtelfinale. Und er hat die Nations League-Gruppe gewonnen und die spielt jetzt in der Gruppe A. Also insofern gab es auch schöne Momente. Das einzige Problem, was wir beide hatten, wir haben uns nicht für die WM qualifiziert. Und deshalb gibt es dann eine Neuausrichtung. So ist der Fußball. Und jetzt ist halt wichtig, dass man auch den ÖFB in Ruhe arbeiten lässt und dass nicht jeder irgendwo eine Bühne bekommt, um seinen Senf dazu zu geben, wie jetzt auch ein Florian Klein, was für mich überhaupt nicht nachvollziehbar ist. Er sagt, ich würde zu einer Mannschaft nicht passen, dann hat er versäumt, dass ich einer der besten, den besten Punkteschnitt habe und dass wir doch auch im Achtelfinale waren. Vielleicht hat er es übersehen. Und das Allerschlimmste ist, dass ein Herr Klein einen Trainer, der einer der Kandidaten ist, kritisiert und bewertet. Mit welcher Berechtigung? Diese Frage muss ich mir stellen. Und irgendwann, glaube ich, ist genug. Und deswegen spreche ich auch diese Dinge an, weil so kann es einfach in Zukunft nicht weitergehen. Das ist der Unterschied von einem Trainer, der schon etwas erreicht hat, gegenüber einem Trainer wie Roman Mählich, der wenig erreicht hat. Ich bin nicht ein Ratgeber für meinen Nachfolger. Ja? Und ich wünsche meinem Nachfolger nur das Beste. Und der Nachfolger, der kommen wird, der hat die Qualität, um eigene Entscheidungen treffen zu können. Da braucht er keinen Berater.